Wir machen heute eine Yin-Yoga-Praxis, bei der du im Hintergrund nur sanfte Musik hörst und ganz, ganz wenig von mir. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir machen heute eine Yin-Yoga-Praxis, bei der du im Hintergrund nur sanfte Musik hörst und ganz, ganz wenig von mir. Ich möchte, dass du heute ganz bewusst in die Verbindung mit dir selber kommst und du deine Übungen so ausführst, wie es für dich am besten passt. Ich meine, das machen wir sonst auch so, aber ich leite relativ detailliert normalerweise an und erzähle auch zwischendurch viel über die Posen selber, über ihre Wirkung und so weiter. Und ich möchte heute mal ganz bewusst nur wenig sprechen, also wirklich das Nötigste und dir ganz viel Zeit in Ruhe mit sanfter Hintergrundmusik gönnen. Ich bin sehr gespannt, wie es dir gefallen wird. Wie immer, hol dir alle Hilfsmittel an die Matte, die du gerne nutzt bei deinen Yoga-Übungen. Also gerne die ultimativ haltbare Decke, Kissen, Blöcke und auch ein Bolster. Alles, was dir hilft, dich perfekt einzurichten nach deinen Bedürfnissen. Wir sehen uns gleich wieder. Dann würde ich sagen, komm in die Rückenlage und du kannst sehr gerne als allererstes schon die Decke nutzen, um sie unter deinen Kopf zu legen, wenn du gerne deinen Nacken stützen möchtest. Ich nutze die Decke jetzt für etwas anderes, deshalb nehme ich jetzt hier mein Kissen unter den Kopf. Das heißt, komm erstmal ins Liegen auf den Rücken. Und dann wollen wir das Becken erhöhen. Das heißt, unsere erste quasi Pose wird mit erhöhtem Becken sein. Und du kannst jetzt hier, wie zum Beispiel ich das mache, die Decke jetzt so falten, dass du hier schon dein Kreuzbein auf die Decke legen kannst. Das ist dann weicher, als wenn du zum Beispiel die Blöcke einsetzt. Aber auch das kannst du machen. Du kannst den Block dann mit der breiten Fläche nach oben legen. Du könntest ihn auch mit der schmalen Fläche nach oben legen, also dann meistens quer. Ich empfehle das nicht so gerne, einfach eben, weil das sehr unangenehm ist, oft für die Leute, die härtere Knochen haben. Und somit würde ich sagen, starte doch eben gerne in, also du kannst auch das Bolster nehmen, Entschuldigung, natürlich kannst du dich auch mit dem Bolster jetzt in diese erste Position hineinbringen. Und wichtig ist, dass wir erstmal in eine Ankommensposition gehen. Das heißt, also am Anfang werde ich noch ein wenig sprechen und dann wirklich hinterher immer ruhiger werden. Also wundere dich hier nicht. Stell mal die Füße auf, einfach nicht ganz ans Gesäß, aber in diesem Abstand, dass die Knie ganz mühelos nach oben zeigen. Und dann kannst du entweder die Hände auf den Bauch und auf den Brustkorb legen oder neben den Körper. Schau mal, was sich jetzt für dich gut anfühlt. Und dann schließ für einen Augenblick schon mal die Augen, um einfach ins Spüren zu kommen. Wir wollen als erstes noch kurz in diese erdende Qualität einfach hineinspüren. Und das heißt also, nimm wirklich zunächst einmal die Füße auf dem Boden wahr, wie jetzt dein Kreuzbein oder dein Becken auf der Decke oder auf dem Bolster oder den Blöcken zur Ruhe gekommen ist und wie dann deine Schultern aufliegen, so wie dein Hinterkopf, deine Arme, Hände. Spür einen Augenblick in diese erdende Qualität. Und wie gesagt, ich werde jetzt noch ganz wenig reden. Wir bleiben in dieser Ankommenspose für diesen ersten Check-in jetzt so ein, zwei Minuten. Und danach werde ich nur noch minimale Anweisungen geben.
Und dann kommen wir jetzt in unsere Regenbogenbrücke. Streck das rechte Bein aus, streck das linke Bein aus und nimm auch gerne die Arme über den Kopf. Eine Rückbeuge und gestalte sie so, dass sie für dich angenehm ist. Und dann bring die Arme wieder zurück neben den Körper. Zieh dann das rechte Knie zu dir ran und leg die Hände auf den Unterschenkel. Und spür mal, wie sich das anfühlt, wenn die linke Oberschenkeloberseite gedehnt wird. Und entweder du bleibst hier oder du fasst den Oberschenkel und streckst dein Bein Richtung Decke. Und wenn du das Bein zur Decke gestreckt hattest, dann beug es jetzt wieder zurück, leg die Hände nochmal auf die Unterschenkel und spür in dieser Zwischenposition nach.
Und dann stell den rechten Fuß wieder am Boden auf, lass ihn ausgleiten und leg dann auch die Hände wieder zurück neben den Körper. Und dann spür kurz nach, rechtes Bein, linkes Bein. Dann den linken Oberschenkel Richtung Brust. Verschränk wieder die Finger auf dem Unterschenkel. Bleib hier. Bleib hier oder streck das linke Bein, fass den Oberschenkel. Und dann, wenn du das Bein gestreckt hattest, dann lass es jetzt wieder sinken und bleib einen Augenblick in der Zwischenposition. Dann stell den linken Fuß wieder am Boden ab, lass ihn ausgleiten. Linkes Bein neben dem rechten Bein und leg dann auch die Hände wieder neben den Körper. Und dann stell die Füße nah am Gesäß auf, heb dein Becken und leg die Hilfsmittel für einen Augenblick beiseite. Lass dann die Füße nochmal ausgleiten und spür hier mit dem Becken am Boden nach.
Und dann stell nochmal beide Füße auf. Bring den rechten Knöchel auf den linken Oberschenkel. Zieh das linke Bein zu dir ran und fass den linken Oberschenkel für das liegende Nadelöhr. Bleib entweder hier in Ruhe oder mach kleine Kreise, erst in die eine, dann in die andere Richtung. Stell den linken Fuß wieder ab, nachdem du die Hände gelöst hast. Nimm dann auch den rechten Fuß und stell ihn wieder neben den linken Fuß. Dann wechseln wir die Seite. Linken Knöchel auf rechten Oberschenkel. Zieh den rechten Oberschenkel zu dir ran. Fass wieder die Oberschenkelrückseite oder gerne auch das Schienbein. Und dann bleib hier.
Und auch hier bleibe entweder in Ruhe oder kreise erst in die eine und dann in die andere Richtung. Und dann los auch hier wieder auf, stell den rechten Fuß auf den Boden, den linken Fuß ebenfalls. Lass dann die Füße ausgleiten und leg die Hände auf oder neben den Körper zum Nachspülen. Versetz dann dein Becken leicht nach links, bring die Füße nach rechts, entweder nebeneinander oder übereinander. Bring dann auch die Arme über den Kopf und leg den Oberkörper leicht nach rechts in so einen liegenden Halbmond. Achte dabei darauf, dass deine linke Hüfte gut geerdet bleibt und deine Schultern gegebenenfalls durch Hilfsmittel gut unterstützt werden. Löst dann langsam wieder auf. Komm mit den Armen und dem Oberkörper zurück zur Mitte. Leg die Beine wieder zurück zur Mitte. Richte dein Becken wieder gerade aus. Und nimm dann auch die Hände wieder neben den Körper. Spür nach. Andere Seite,
jetzt dein Becken leicht nach rechts, bring die Füße nach links übereinander oder nebeneinander. Die Arme über den Kopf, leg den Oberkörper nach links rüber, Seitbeuge auf der anderen Seite. Dann noch hier wieder langsam auflösen. Komm mit dem Oberkörper zur Mitte. Bring die Beine zurück zur Mitte. Richte dein Becken wieder gerade aus. Arme neben den Körper. Nachspüren. Und als letztes kommen wir noch in eine Drehhaltung. Zieh das rechte Bein zu dir ran, Winkel 90 Grad. Und dann kannst du auch hier das Becken leicht nach rechts versetzen und dann mal den rechten Unterschenkel auf die linke Seite fallen lassen. Schau, dass du dich mit Hilfsmitteln gut unterstützt, dass dein linkes Bein und oder deine rechte Schulter gut gestützt sind und du kannst den Arm ausstrecken oder in eine Kaktushaltung bringen. Und auch den linken Arm kannst du auf den Oberschenkel oder über den Kopf legen. Schau mal, was sich jetzt für dich am besten anfühlt.
Und dann mach dich hier bereit, wieder aufzulösen. Roll ganz langsam dein Becken wieder zurück zur Mitte. Stell den rechten Fuß wieder ab. Lass den Fuß ausgleiten. Dann spür hier nach. Zieh dann das linke Bein an, auch hier wieder 90 Grad. Versetz wieder leicht dein Becken, wenn du magst. Lass dann das linke Bein rüberfallen auf die andere Seite und schau wieder, wie du dich mit Hilfsmitteln unterstützt, wie du auch den linken Arm positionieren möchtest, sodass deine Schulter möglichst entspannt liegen kann. Und dann löse auch hier ganz langsam wieder auf. Roll dich zurück zur Mitte. Richte dein Becken wieder gerade auf der Matte aus. Lass den Fuß ausgleiten. Nimm die Hände neben den Körper. Spür nach. Nun kannst du dich langsam bereit machen für Shavasana. Du kannst sehr gerne ein Bolster unter deine Kniekehlen legen für noch mehr entspannenden Charakter. Und wir werden jetzt auch länger in Shavasana bleiben. Ich werde die Praxis nicht mehr beenden, sondern du sollst für dich entscheiden, wie lange du jetzt in Shavasana bleibst, und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle schon von dir verabschieden. Genieß jetzt die Ruhe für dich alleine in Shavasana.